Das Haus der Familie in Burghausen ist derzeit ein Eldorado für alle Liebhaber der Aquarellmalerei. Der Hobbymaler Georg Meyer stellt dort aus. Rund 40 Bilder mit Motiven nicht nur aus Burghausen gilt es zu betrachten. Auch ferne Länder haben den aus Duttendorf stammenden Künstler inspiriert. Kroatien, Korsika oder China. Das alles sind Destinationen, die derzeit von Burghausen aus ohne große Reisen erreichbar sind. Im Haus der Familie sind aktuell Werke des österreichischen Künstlers Georg Meyer ausgestellt, der seine Inspiration aus dem Alltag nimmt. Und wenn ich mit dem Radl unterwegs bin, sehe ich alles eingerahmt. Und wenn die Lichtstimmung passt, dann entdecke ich oft was, wo ich schon tausendmal vorbeigefahren bin mit dem Radl und plötzlich bin ich elektrisiert, weil das Licht so schön ist und dann wird das ein Motiv und wird gemalt. Das Medium seiner Wahl ist die Aquarellmalerei. Ein nicht ganz einfaches Feld, wie der Künstler erklärt. Die Aquarellmalerei ist lasierend, also man malt von hell nach dunkel. Und wenn man mit der dunklen Farbe einen Fehler gemacht hat, den kann man nur mehr selten ausbessern. Aber es gibt schon Möglichkeiten, dass man ausbessern kann. Und ganz wichtig ist das Papier bei der Aquarellmalerei, da braucht man viel Erfahrung, weil die verschiedenen Papiermarken und Sorten haben einen großen Einfluss auf das Ergebnis. Und das kann sich bei Georg Meyer sehen lassen. Nicht umsonst ist er seit 2014 Mitglied der Deutschen Aquarellgesellschaft. Begonnen zu zeichnen hat er im Alter von 5 Jahren. Dann hat er zunächst verschiedene Techniken ausprobiert, bevor er sich 2011 dem Aquarellieren verschrieben hat. Christine Auberger, die Leiterin des Hauses der Familie, freut sich, eine so passende Ausstellung beherbergen zu können. Ja, wir dürfen im Haus der Familie dieses Mal von Georg Meyer Bilder aus nah und fern begrüßen. Genau auch wie unsere Gäste im Haus der Familie. Wir haben Hiesige, wir haben Zugroaste, wir haben wirklich Menschen aus aller Welt, die das Haus der Familie bereichern mit ihren Ideen, mit ihrer Kreativität. Und so freuen wir uns, dass wir auch dieses Mal wirklich wieder tolle Bilder präsentieren können an den Wänden in der Ausstellungsfläche im Haus der Familie. Dass ich mal ab zu der Ausstellung gekommen bin, das ist ein ganz nettes Ereignis. Ich bin ein bisschen so Mitarbeiter bei der Tafel. Da war die Jahreshauptversammlung und der Vorsitzende von der Tafel hat gesagt, das war schon vor 10 Monaten, geht's in das Haus der Familie, da ist gerade eine Ausstellung und die spenden von den verkauften Bildern das Geld. Und dann habe ich da bei der Versammlung nichts gesagt, da wollte ich nicht stören. Dann bin ich nächsten Tag hergefahren und habe gesagt, ich möchte ausstellen bei euch und ich spende auch. Und so ist das was geworden dann. Die Werke, die ausgestellt werden, können käuflich erworben werden. Der Erlös wird zugunsten der Burghauser Tafel und bedürftiger Burghauser Bürger gespendet. Liebe Zuschauer, wir sind unsere heutige Programmpalette wieder durch. Ich darf Ihnen noch eine angenehme Woche wünschen, verbunden mit der Erwartung, dass Sie auch dem nächsten ISW-Journal wieder Ihre Aufmerksamkeit schenken. Auf Wiedersehen.